Einen wunderschönen guten Morgen aus Vancouver. Heute startet meine Reise mit dem Rocky Mountaineer und ich bin schon ganz aufgeregt, gleich mit meinem Ticket in die Gold Leaf Kategorie einzusteigen. Die Koffer sind gepackt und im Zug verstaut, sprich nichts steht mehr im Wege, den Journey Through the Clouds zu beginnen. So, es ist Zeit zum Mittagessen. Wir haben schon eine ziemlich coole Reise mit dem Zug bisher erlebt. Es ging durch den Fraser Valley und da wir heute in der Gold Leaf Kategorie unterwegs sind, dürfen wir ein phänomenales Lunchbuffet genießen, und zwar im unteren Teil des Waggons. Ich freue mich auf das Essen. Alleine die Speisekarte durchzulesen, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Ich sag uns mal guten Appetit. Die Fahrt mit dem Rocky Mountaineer ist tatsächlich was echt Einzigartiges. Wir sind heute im Gold Leaf Waggon unterwegs, sprich wir haben eigentlich 360 Grad Blick. Die Fenster sind riesig und so hat man die ganze Zeit den perfekten Blick auf die Landschaft, die wir durchfahren. Genial ist das Wetter. Es ist ja schon Herbst und von daher muss man ein bisschen die Daumen drücken, dass man Glück hat. Heute spielt das Glück auf jeden Fall mit auf unserer Seite und es ist strahlend blauer Himmel, keine einzige Wolke. Wir passieren gerade den wunderschönen Kamloops Lake und sind jetzt noch ein bisschen unterwegs, bis wir dann an unserer Endstation für heute in Kamloops ankommen. Ich genieße jetzt weiterhin die traumhafte Aussicht. Nach einem ersten ereignisreichen Tag an Bord des Rocky Mountaineer sind wir in Kamloops angekommen und haben auch schon im Hotel eingecheckt, beziehungsweise ich sag mal lieber einchecken lassen, denn es ist einfach alles organisiert. Ich habe das heute Morgen ein bisschen falsch verstanden. Und zwar sind nämlich unsere Koffer nicht mit uns im Zug gewesen, sondern sind extern gefahren worden, sind also schon auf die Zimmer geliefert worden, sprich mit den Schlüsseln sind wir gerade reinspaziert ins Zimmer und haben schon die Koffer, unser Gepäck vorgefunden. Optimale Sache, das nenne ich mal gut organisiert. So muss man sich tatsächlich um nichts kümmern. Wir nutzen jetzt noch die Zeit, die wir heute Abend in Kamloops haben, erkunden ein bisschen die Stadt und freuen uns dann morgen auf einen weiteren ereignisreichen und wundervollen Tag, der uns mit dem Ziel Jasper begleitet.